los geht's wieder mal. Da fliegt schon der Nächste in der Gegend herum. Ich sehe zwar nichts nach vorne, aber hoffen wir mal das Beste, wa? Also geben wir einfach Gas und fahren los. Das ist ja so erfahrungsgemäß. Ja, ist auch alles richtig hier. Ruder geht, Bremsen gehen. Ja, sehr gut. Bremse los. Ja, war schon los. Hey, bin ich ja wieder fixer, als ich gucken kann. Dann gehen wir wieder an einem meiner liebsten, geliebten Spornradflugzeuge tüchtig Gas, in der Hoffnung, jemals in der richtigen Richtung hier wegzukommen. Kommt da was entgegen oder spinne ich? Ich hoffe, ich spinne. Ich gehe mal davon aus, dass ich spinne. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier noch ein zweites Flugzeug uns entgegenschicken würden. Das würden die hier nie tun. Noch gar nicht bei uns. Ui, ui, ui. Ist aber immer noch unruhig die Luft hier. Jetzt zieht's tüchtig an den Griffen. 13 Knoten von 8 Tonnen. Ja, wir standen im Rückenwind. Was macht er hier? Er wendet erstmal eine Runde. Ja, wenden in 3 Zügen, ne? Wohl dem, der es kann. Der kann es nicht. Aha, so. Also, schön da oben. Wir haben ja ordentlich Fahrt aufgenommen. Wir haben heute dicke Reifen dabei, weil diese Etappe von Santander nach irgendwo anders hin, die heißt ja eigentlich, oder das Ziel heißt eigentlich Wasser. Das heißt, es gibt vor Ort schlicht und ergreifend keinen Flugplatz. Also hatte ich eingeplant, landen wir im Wasser. Jetzt fliegen wir aber ohne Schwimmer und stattdessen mit den dicken Tundra-Reifen, die man jetzt von hier aus nicht sehen kann. Ja, dann werden wir eben halt uns da vor Ort irgendwie ein Plätzchen suchen müssen, auf dem man landen kann, hoffe ich. Sind wir überhaupt in der richtigen Richtung unterwegs? Ich hoffe das doch sehr. Nein, nicht wirklich. Also man müsste schon einfach mal umdrehen, das Ganze. So kurzflugmäßig mit Kampfrolle. Ja. Können wir der Maschine da drüben noch einen netten Gruß entbieten? Wir werden einfach ganz dicht an sie auffahren. Naja, vielleicht auch nicht. Möglicherweise ist sie ein bisschen zu flott für uns. Egal. Dann würde ich sagen, Auto, Throttle und Autopilot an. Höhe halten, NAV nach GPS. Und an Höhe würde ich sagen, legen wir ein bisschen zu, ne? Ah, jetzt mault er hier mal wieder und sagt, ich will nicht. Na schön, das können wir ja regeln. Wir ziehen das einfach einmal raus. Und stecken da wieder rein. Dann drücken wir die Taste 0 für den Reconnect. Mit etwas Glück tut sich hier was. Ja, hier geht Lämpchen an. Das ist schön. Dann gehen wir mal der Höhe auf 2,5. Das erste. Das Variometer stellen wir mal auf, ne? 700 wird er schaffen, ne? Und dann sagen wir Höhe, halte mal, wenn er sie erreicht hat, irgendwann in diesem Leben. Ja. Ist auch sicher, dass er da. Ah, alt. Nav? Nee, alles gut. Er kämpft einfach nur mit dem Gegenwind. Dann machen wir schnell Fotos, solange die Mühle noch fliegt. Gehen nach draußen. Ja, nicht über die dicken Reifen lachen, das ist Absicht. Das sind die sogenannten Tundra-Reifen. Das sind die Dinger, mit denen man dann halt auch auf dem ausgetrockneten Flussbett landen kann. Ein bisschen rum, ne? Damit wir mehr Platz für Schrift haben. So. Ein bisschen tiefer. Und Foto. Ja. Ja, ja, geht doch. Nebens nichts klicken. Ah. Oh, Motorgeräusch. Wie ist das Motorgeräusch? Geht so, ne? Oh nein, der war weg. Ja, ist leise, aber. Dann ist es halt so. Oh, ich hätte fein.
So, den können wir wieder reinklicken hier, damit ihr was sehen könnt und ich auch so ganz nebenbei. Vielleicht sollte ich den Kompass noch mal eben einordnen und den Höhenmesser auf Baro 2992 setzen. Das ist alles gut. Carpet kann ich aus Prinzip schon mal anmachen, das geht ja doch immer daneben. Dann gucken wir uns doch mal spaßeshalber eben hier die an, wie er so fliegt. Ja, also man hat schon geradere Flugstrecken gesehen, aber ich sehe gerade 17 Knoten Gegenwind in Büch. Das hat halt Auswirkungen. Er schwänzelt ein bisschen, ja, ja. Aber immerhin, wir gewinnen an Höhe. Wir sind hier schon bei 2,3. No, Transport 9 Bravo, dann mit 2405, please take off the wind, 2409, got to 5, bye bye. Also die 2,5 haben wir jetzt. Und er hat sich auch vorschriftsmäßig dran gehalten, die Höhe zu halten. Dann schauen wir uns das mal genauer an hier. Nein, nicht da. Da. So, wir fliegen jetzt praktisch, auch wenn wir etwas seitlich versetzt sind. Nochmal den Kompass synchronisieren. Ups. Interessant. Ja, dieses Ding hier gibt dir nur Tastensignale raus und offenbar hat dieselbe Taste hier Flugverbotszonen oder bestimmte Flugebenen eingeblendet. Ja, wir fliegen also doch über eine Menge Wasser. 50 nautische Meilen sind noch über eine halbe Stunde unterwegs. Da würde ich aber versuchen, ob ich noch ein bisschen rausholen kann hier. Ja, und dann müssen wir da vorne, müssen wir halt sehen, wie wir irgendwie runterkommen oder auf was wir runterkommen. Und wenn nicht, dann Fallschirm. Und den Rest dann mit dem Taxi. So, Speed, kurbel ich mal hoch. Aber ich bin nicht allzu optimistisch, dass da noch viel geht. Und doch, ein bisschen was geht noch. Ja, das verliert er schon wieder. Also 100 ist echt schon... mehr ist nicht drin. Und es ruckelt auch gehörig hier, ne? Also ich zeige euch das mal eben. Wenn ihr euch hier anguckt, kann man das sehen, wie der künstliche Horizont rauf und runter ruckelt, und zwar recht ordentlich. Das heißt, im Hintergrund ist irgendetwas, was ordentlich Daten verbraucht oder ordentlich Übertragungsrate blockiert. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, das wird der Gegenwind sein, der uns so durcheinander bringt. Haben wir den Gegenwind? Ja, 18 Knoten direkt von vorne. Und er zeigt mir hier natürlich Ground Speed an. Was haben wir hier? Nee, Ground Speed 70 Knoten. Ja, ist ja kein Wunder, dass das so lange dauert. Dann ist das, was hier angezeigt wird, nämlich Air Speed. Ja, dann ist das eben so. Ne? Und Wetter kann ich ja auch nichts machen. Dann fliegen wir halt so vor uns hin. Die Frage ist jetzt, um die Zeit zu überbrücken. Oh, ich müsste es erstmal wieder so machen, ne? Um die Zeit zu überbrücken. Ja, irgendwie einen Zielort, an dem ich irgendetwas vorlesen könnte, habe ich so ja auch nicht. Ich glaube, ich pfusche hier am Wetter herum und nehme diesen Mörderwind hier oben in der Höhe, wo wir fliegen, weg. Sind wir bei ungefähr 2500 Fuß, ungefähr, sage ich, mit Absicht. So, wir sind ungefähr hier, ne? Die Wolken schieben wir höher, den Wind auch. Wir können ja kurz vor der Landung, können wir ja wieder auf echt zurückschalten. Bisschen mehr Sicht wäre schön. So, mal schauen. Ja, Ground Speed fast 100 Knoten, ne? Ist halt doch ein Unterschied. Geht aber immer noch kräftig rauf und runter, also anscheinend hat sich das Wetter noch nicht so geändert. Na ja, schön, dann gucken wir jetzt erstmal dahin, wo wir hin wollen und suchen uns da... Gott, oh Gott, da ist ja überhaupt nichts. Villa Nueva, da werden also die Werbespots von Spüli gedreht. Riba
Decella, Riva Decella. Da gucken wir doch mal, ob Vicky Voyage irgendwas darüber hat. Riva. Rolling Corendon on the left. Oh je. Bei Riva schon Feierabend, kennt er schon mal nicht. Gehen wir rüber in die Wikipedia. Riva. Ja, so weit, so gut. Decella. Decella. Gibt's? Ja, kennt er. Na gut, dann lesen wir uns das einfach mal durch. Haben wir da unten eben. Sehr schöne Brandung da unten, ne? So, Riva Decella ist eine spanische Gemeinde und auch eine Stadt in der autonomen Gemeinschaft Asturien an der Mündung des Flusses Stella. Spanisch Rio Stella, daher auch der Name Riva Decella. So, oh, das Wappen ist mal wieder schön. Ich glaube, das ist eine Kaiserkrone, ne? Also eine Königskrone ist, glaube ich, einfach so eine Krone mit so Zacken da oben. Und eine Kaiserkrone ist dann was so Borg mit so purpurnem Dingsbums. Oder ist das eine Kurfürstenkrone? Ich habe keine Ahnung. Also das Wappen ist halbiert. Die linke Hälfte ist blau mit einem goldenen, ja, kirchlichen Kreuz drauf. Überaus kostbar und verziert mit allem Möglichen. Und die andere Hälfte des Wappens ist weiß mit einem braunen Segelschiff, um genau zu sein, die in der Mitte geteilte nach rechts fahrende Segelschiff auf blau-weißen Wellen. Naja, schauen wir mal. Guck mal, wir haben auch nur zwei Zeilen als Info oben an der Minimap, weil es ja keine Waypoints dazwischen gibt. Also kann er auch nur einen Waypoint anzeigen, nämlich das Ziel. Geografie: 5700 Einwohner, 42 Meter über Normal Null. Die Küste nennt sich Costa Verde, also die grüne Küste. Die nächsten Großstädte sind Gijón, Oviedo und Santander. Der Pico Mofrecho, 897 Meter, stellt die höchste Erhebung der Gemeinde dar. Mein Gott, ist das der Arsch der Welt. Riva Decella ist eine Station am Jakobsweg, genauer des Camino del Norte, des nördlichen Weges. Klima. Ja, maritim, feucht, angenehm milde Sommer und ebenfalls milde Winter. Durch die Picos de Europa im Hinterland ist im Frühling und im Herbst mit Nebel zu rechnen. Naturerlebnisse. Dinosaurierküste, Costa del Dino bezeichnet. Beeindruckende Knochenfunde und Versteinerungen aus der Zeit der Dinosaurier vor 150 bis 200 Millionen Jahren. Abwechslungsreiche Flora und Fauna prägen diese Stadt und ihr Umland speziell im Nationalpark und Biosphärenreservat Picos de Europa. Ja, Sehenswürdigkeiten. Alter Fischereihafen und romantische Straßencafés. Altstadt mit zahlreichen Fischer- und Handelshäusern und Palästen. Tropfsteinhöhle von Tito Bustillo. Circa 40 Kilometer entfernt das Kloster von Covadonga. Das klingt eigentlich nicht nach Spanien. Es klingt eigentlich eher wieder Ugadugu. Dinosauriermuseum und Sandstrände. Am Jakobsweg. Riva Decella ist eine Station am neuen, nicht originalen Jakobsweg, dem Camino de la Costa. Es gibt hier die Pilgerherberge, Albergue de Peregrinos. So, Veranstaltung. Jedes Jahr am ersten Sonnenabend im August findet der Descenso del Sella statt. Ein internationales Kanu-Rennen von 20 Kilometer entfernten Ariondas flussabwärts auf der Sella bis nach Riva Decella. Ziel ist die zentrale Brücke über den Sella in der Stadt. Dort wird anschließend anlässlich des Rennens die Fiesta de las Piraguas gefeiert. Wirtschaft. Ja, nicht viel. Politik auch nicht viel, Gott sei Dank. Bevölkerungsentwicklung. Einzelnachweise Weblinks. Tja. Dann würde ich sagen, wir haben noch horrende 27 Minuten. Oh meine Güte.
Guck ich mal eben rüber. Hier war doch irgendwie die Rede von irgendwelchen Höhlen. Red Line One. Jakobsweg. Was hatten wir doch eben gesehen? Irgendwas war hier interessant. Also zumindest so interessant. Nein, ich mach das anders. Ich würde sagen, wir brechen an dieser Stelle mal kurz ab und dann schauen wir weiter, wie es geht. Schwupps. Da bin ich wieder. Ha! Und als Nebeneffekt war das das erste Mal, dass ich die Pausenfunktion ausprobiert habe bei der Aufzeichnung. Jetzt kontrolliere ich mal, ob während der Pause sich hier irgendwas verabschiedet hat. Nö, sieht gut aus. Alles grün. Hervorragend. Ich war gerade dabei, irgendwas zu suchen, irgendwelche Höhlen oder sowas ähnliches, ne? Ja, da eiert es ja kräftig rum. Was ein Rumgeeier. Oh, vielleicht weniger Wind ist, wenn ich tiefer gehe. Komm, dann kann ich auch wieder auf Echtwetter gehen, wenn das... Macht mir gerade etwas Sorgen, dass es so auf Tauchstation geht hier. Dann können wir auch wieder auf Echtwetter gehen, wenn das hier sowieso keinen Unterschied macht. Also, Weather, Badge, Real World Conditions, Apply Changes. Boah, scheint sich nicht viel zu ändern. Ja, doch, es wird ein bisschen diesiger, aber so richtig. Und der Wind hat jetzt 21 Knoten, naja, gut. Oder sollte ich auf Tiefflug gehen und hoffen, dass da weniger Wind weht? Oder sieht man wieder auch nichts, ne? Naja. Also, gucken wir hier mal rüber. Wie zum Beispiel Höhlen, irgendwas mit Höhlen. Nationalpark, Flora, Fauna, Biosphärenrennen. Da, Tropfsteinhöhle von Titu Busillo. Kann man anklicken, also klicke ich die mal an, in der Wikipedia. Die Tropfsteinhöhle Titu Busillo ist bekannt für ihre steinzeitlichen Höhlenmalereien und ist Teil des Ardinenmassivs, eines Karstsystems bei Riva de Sella, Asturien, Spanien. Die Malereien gehören zur franco-kantabrischen Höhlenkunst und sind Teil des UNESCO-Welterbes. Ja, dieses UNESCO-Welterbe ist irgendwie eine höchst praktische Geschichte. Die UNESCO beschließt einfach, was Welterbe ist, nimmt sie also alles, was irgendwie schön ist und sagt, hier, das ist jetzt geschützt und wir haben es geschützt. Das ist so eine Art... Das ist ungefähr so, als würde man durch ein Museum gehen. Ha, das habe ich geschützt und das habe ich geschützt. Das habe ich auch geschützt. Hey, ich. Eigentlich müsste man die dafür zur Kasse bitten, ne? Dass sie einfach irgendwelche Leute, irgendwelche Dinge schützen. So, die Höhle wurde bis in das 10. vorchristliche Jahrtausend von Cro-Magnon-Menschen bewohnt. Oder Cro-Magnon-Menschen bewohnt. Aufgrund eines Versturzes wurde der ursprüngliche Eingang zur Höhle vor Tausenden von Jahren versiegelt, was die Konservierung von Gegenständen, Werkzeugen und Wandmalereien begünstigte. 22 Minuten, eieiei, der Gegenwind. Da treibt es einem aber wirklich, ja, ist halt echt Wetter, ne? Was soll man machen? 28 Minuten jetzt noch. Wir sind doch schon 18 Minuten unterwegs. Ey, Leute, das geht einfach nicht. Sonst versetze ich uns da. Ich lese das jetzt noch durch und dann versetze ich uns einfach einen Schlag weiter. So, das haben sie dann davon. Und die Höhle wurde am... Oh, ich habe ja hier nachgefüllt wieder. Wurde am 18. März 1968 von einer Gruppe spanischer Höhlenforscher entdeckt. Einer der Entdecker, Celestino de Fernandez Titu Busillo, starb kurz nach der Entdeckung bei einem Bergunfall. Was für ein Depp. Daraufhin wurde die Höhle ihm zu Ehren Cueva de los Idiotos, Cueva de Titu Busillo benannt. Sie ist auch unter dem Namen des Einstiegsloch als Cueva del Pozulramu, das ist asturianisch bekannt. Durch dieses Schlundloch entdeckten die Forscher die Höhle. Seit der Entdeckung, mir spritzt jetzt nach dem Schluck Sprudel, der Sputum sozusagen in den Mund, deswegen schlucke ich zwischendurch so viel. Seit der Entdeckung wird die Höhle erforscht. An Inventar fanden sich Objekte des ausgehenden Magdalenien und des Jungpaläolithikum.
mehr, das kennt sogar ich. Einige Harpunen aus Knochen und ein aus Hirschhorn geschnitzter Ziegenkopf. Sie zählt mit zahlreichen gut erhaltenen prähistorischen Gemälden zu den eindrucksvollsten Beispielen der Paläokultur im Nordwesten Spaniens. Das älteste dieser Gemälde zeigt Menschen und ist ungefähr 33.000 Jahre alt, wie durch Radiokarbon-Datierung bestimmt wurde. Einige Wissenschaftler glauben, dass Neandertaler die Bilder gemalt haben könnten, obwohl diese Theorie nicht bewiesen ist. Als Motive finden sich in verschiedenen Galerien der Höhle Pferde, Hirsche, Elche und sogar ein Meerestier, wahrscheinlich ein Wal. Es gibt auch Bilder, die weibliche Genitalien darstellen und als Fruchtbarkeitssymbole gelten. Wenn ich die Menschen kenne, glaube ich ehrlich gesagt eher an eine Wichsvorlage, aber die UNESCO nahm die Höhle 2008 in die Liste des Weltkulturerbes auf. Ja, also hier sind Bilder von dem geschnitzten Ziegenkopf. Ich muss sagen, gar nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wirklich schick. Und ein Plan des Höhlensystems, der aber zu klein ist, den kann ich nicht erkennen. Weblinks, Einzelnachweise, bla bla bla. So, jetzt schreite ich ein. Jetzt nehme ich meine göttliche Macht zu Hilfe und verfrachte uns kurzerhand irgendwo anders hin. Dazu muss ich mal hier eben den Maßstab ändern. So. Move Map. Set. Bang. Diese Technik ist einfach genial. Umwerfend. So, da wir keinen präzisen Landeplan haben, also keinen Flughafen, auf dem wir aufsetzen müssten, können wir landen, wo immer wir eine halbwegs ebene Fläche finden. Und das ist gar nicht so einfach. Da sind Berge. Ich glaube, der direkt neben uns, das ist eigentlich eine ebene Fläche, ne? Sieht das sonst so aus hier? Und das bei dem Wind. Mein Gott, hätte ich mir solche Stunts nicht irgendwie... Was mag das sein? Das ist bestimmt eine Ungenauigkeit in der Kartendarstellung. Ja, ich denke mal... Hier, ne? Könnte man vielleicht auch. Man muss ja auch wieder hochkommen hinterher. Pass mal auf, machen wir Folgendes. Wir machen die Karte einfach mal weg. Autopilot und so weiter alles aus. Und dann setze ich die Karre selber sorgfältig ins Erdreich. Ja, schauen wir mal, wo uns das hinführt. Sicherheitshalber sollte ich vielleicht den Spielstand noch speichern, weil das Problem ist ja auch, wenn ich da abschmiere, kann ich nicht einfach ein neues Flugzeug generieren. So, die Situation ist gespeichert. Das heißt, wenn jetzt was passieren sollte, kann ich uns wieder irgendwie herbeizaubern. Ich merke das hier im Jog ständig, das ist, der Wind haut ganz schön rein, in Böig ist er. 19 Knoten. Ja, ich habe den Simulator so eingestellt, dass Kollisionen mit Bäumen nicht möglich sind und auch nicht mit Gebäuden. Kollidieren können wir mit dem Boden, mit Bergen und mit sowas wie Autobahntrassen zum Beispiel, also diese hochgelegten. Aber normale Gebäude und Bäume können uns nichts anhaben, also da sind wir auf der sicheren Seite. Ich glaube fast, dass hier vorne sind ziemlich viele Gebäude, ne? Eventuell da rechts an der Küste, hinter dem Wald, ob es da ein bisschen besser ist. Im realen Leben würde ich mir einen Kopf machen, ob man vielleicht auf der Straße landen kann, aber immerhin, wir haben starken Gegenwind, das heißt, wir können sehr, sehr langsam landen. Ich glaube aber nicht, dass wir Flaps haben. Immerhin, wenn wir hier irgendwo vorne landen, dann haben wir es nicht weit, um uns irgendwie ein Tässchen Kaffee zu holen oder so, ne? Oh, einen schönen Strand gibt's hier. Nicht groß, aber für uns reicht's ja. Ich guck mir das mal aus der Nähe an. Ja. Da oben, guck mal, da wo die der Acker ist, da gibt es keine Bäume, aber das Ganze ist. Ich glaube da. Das sieht mir irgendwie sehr viel sympathischer aus. So.
Tempo 100 unterwegs, das brauchen wir nicht. Fahrwerk haben wir keins. 05 ready for departure. Ja, voorzitter Vicky, goeiedag, check spijk voor het field departure, de wind is 230-16, gas 25, daarmee toe voor Shadow 5, verdeeld. Na, dan drukt maar die daumen. Zo, so, jetzt die Mühle so lange hochhalten, wie es geht, damit sie ordentlich Geschwindigkeit verliert. Ja, jetzt merkt man es so langsam. Bremse rein. Ja, also wir eiern ein bisschen rum, aber es scheint geklappt zu haben. Jetzt vorsichtig bremsen, dass wir uns nicht doch noch auf die Nase stellen. Bremse bewirkt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Steht hier auf dem Acker. So, da sind wir. Dann würde ich sagen, zieh ich mal die Handbremse und lass den Motor laufen und guck jetzt einfach erstmal rum in die Gegend, ne, wo wir gelandet sind. Ob die Eingeborenen hier auch Menschen fressen. Was wollte ich jetzt noch gleich? Richtig, auch so rumgucken. So, haben sich die dicken Räder ja ausgezahlt hier. Ja, ja, sehr hübsch. Malerisch. Berge, sind das Muränen oder was ist das? Genau, weiter weg. Ja, das scheinen irgendwie. Also entweder sind die Satellitenbilder da anders oder die sind irgendwie. Ach nee, ist so einfach schattig dahinter. Okay. Ja. Hat ja geklappt. Wir stehen auf dem Acker. Und den werden wir auch gleich wieder starten, aber das ist was für morgen. So, danke fürs Reingucken. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß, so wie ich. Und alles Weitere demnächst.